Hä? Komm du mal hier vor. Ja, du, das ist nie kapiert, das ist, das nicht klappt. Hm, oh, klappt er wirklich nicht. Ja, zieh doch, mach doch. Mach ja was. Ah, einfach passiert da nichts. Okay. Ich muss da irgendwo an den Hut rankommen. Ja. Ah, dafür sind hier die Teile, denke ich mal. Oh. Nee, das geht nicht. Da müssen ja noch irgendwo Teile sein, damit das Ding vollständig ist und das zusammengebaut werden kann. Hä? Ich habe ihn am Kopf getroffen. Okay. Jetzt? Ah, ah jetzt hier ist was. Super, hast du das gemacht. Auch nicht besser. Alter. Das bringt uns eins irgendwie nicht viel. Super. Ah, hier ist was. Ein Schlüsselteil. Voila. Super. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Vielleicht. Aufräumen, ja, das bringt's. Da kommt er wieder. Ich lenke ihn hier ab und du versuchst abzuhauen. Rettungsmission you do it wrong. Ja, irgendwie. Ja, du musst definitiv an den Hut. Dafür müsste da vorne irgendwas gebaut werden. Irgendwie mit. Moment, komm mal her. Die Dinger gleichzeitig zaubern. Wie sie wieder da draußen an ihren Bildschirmen sitzen und sich denken: Mein Gott, jetzt hat das. Ja, im Original. Jetzt haben sie es. Das ist ja noch schlimmer, als wir zu zweit sind. So. Dich hier ab. Ja, super hast du das getan. Das ist ja schwer. Jetzt ist wieder oben. Ah. Du hättest die Schlange damit abstechen müssen. Was meinst du, was ich versucht habe? Jetzt will die doch nicht. Ah. Brot schmieren. Brot schmieren. Guck mal hier, so macht man den. Mit Beißlein. Pfiffig.
bin ja schon auf dem Weg. Sind da oben für Glanty Glant? Wir sind immer so nah dran. Ja. So groß ist Fox auch nicht. Fox, komm mal Salz. Yeah. Er ist ja extrem stark, aber nicht zu groß. Ach was, das geht schon. Ja, ja. Was sagst du? Wieder nur eins. Ja. Damit wäre dieses Jahr auch geschafft. Ja, so fühlt es sich doch an. Ja, ja, nimm ruhig. Mit einem Toffee kann man nichts falsch machen. Mmh, Ohrenschmalz. Darf ich mir das mal ausschlagen? Du hast mich an meinen Hauselfen gebracht. Wer ihn dafür halt töten wollte, weißt? Ja. Ah, what the fuck? Sehr mächtig. Muss ein sehr guter Hauself gewesen sein. Bei der Szene haben sie einfach nicht nachgedacht. Ja. Das wäre aber cool gewesen, wenn Harry so gestorben ist. Ja. How Harry Potter should have ended. Ja, genau. Für eine Socke getötet. Ja. Und wie angepisst Voldemort dann gewesen wäre, weil er hätte dann nie wieder zurückkommen können. Ja. Ja, wobei. Können wahrscheinlich schon. Feinde hat er ja genug, braucht nicht Harry sein. Ja. Das war dann Jahr 2. Das war dann dieses. Und dann. Ja, schauen wir andermal weiter oder so, ich weiß es nicht. Jo. Bis denn. Also, ja. So, auf nach Jahr 3. Auf jeden Fall. Und bevor du jetzt da zum Jahr gehst, muss ich herausfinden, warum ich jetzt schon wieder nicht steuern kann. Weil das Menü offen war. Nein, du konntest dich ja bewegen, aber ich nein, nicht. Nein, konnte ich nicht. Na gut. Na, zumindest was mir aufgefallen ist, es sieht jetzt anders aus im tropfenden Kessel. Und sieht jetzt anders aus? Ja. Das sieht also nicht viel, aber so das, es ging ja hier hoch im ersten Jahr schon, aber das war eine andere Treppe. Und jetzt geht es auch hier rein. Und das war vorher nicht. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hier hinten ist, ich habe mich schon mal ein bisschen umgeguckt, hier kann man zum Beispiel die Filme angucken. Die Zwischensequenzen. Ja. Und wie gesagt, mit den Extras, ich habe mich umgeguckt. In der Winkelgasse in Madame Malkins kann man neue Figuren kaufen. Also Madame Malkins ist der Schneiderladen. Genau. In ein bisschen widersinnig, aber im Eulabs Eulenkaufhaus kann man die zusätzliche goldene Steine holen. Und wir brauchen endlich den Zauber für die Schlösser, damit man auch in den anderen
Ah ja, hier kann man in die alten Level zurück. Ah, okay. Und wie gesagt, das ist halt... Aua. Da braucht man halt die Schlösser auf Öffnen-Funktion, damit da überhaupt was gerissen werden kann. Ja, klar. Das sehen wir aber dann. Ja. Jetzt erstmal Story und wie gesagt, den ganzen Sammelkram machen wir je nachdem offline. Offscreen? Ja, offline auch, aber... Und dann die Bonus-Level etc. zeigen wir dann in einem Bonus-Video. Ja, je nach, ich weiß nicht, wie viele da sind, weil wir haben schon überlegt, 1 bis 4 und 5 bis 7 sind ja 2 Spiele. Das heißt, wir müssen es doppelt machen. Und wenn wir jetzt die Spiele so schnell durchrushen, wie wir es gerade machen, dann wird es wohl ein sehr langzeitiges Projekt. Ja, das sowieso. Also, ja gut. Mit 2 Videos pro Tag. Du solltest demnächst auch mal wieder Conan hochladen, finde ich. Weil, ja. Da hast du ja, glaube ich, noch ein bisschen was liegen, oder? Ein paar habe ich noch liegen. Ja. Bis das hochgeladen ist und die das hören, ist es sowieso wieder. Ja, klar, klar. Na, ich meine nur. Wir haben jetzt Star Wars in 3 Tagen durchgezockt oder so. In gefühlten. Ja. Also... Das hier werden wir auch bald durch haben. Und ja, auch wieder 3-4 Tage höchstens. Ja. Also Ziel. Story, ja. Stil ist. Ziel, nicht Stil. Stil ist auch, aber. Ziel ist es auf jeden Fall heute das 3. Jahr und vielleicht auch das 4. Jahr. Das sehen wir aber je nachdem, weil nachher noch ein bisschen was ansteht bei uns. Jo. Spätestens morgen werden wir es wahrscheinlich durchhaben und schon mit. Mit Jahr 5 dann weiter. Ja, also, aber das ist ja dann wieder ein anderes Spiel, was ich etwas nervig finde. Ja, yeah, der Schrumpfkorb. Alter, ich finde den Stil von dem Film zwar irgendwie scheiße, aber er hat coole Elemente. Ja, der dritte Film, ich weiß es echt nicht, was ich davon halten soll. Das finde ich so episch. Ja. Auch im Film sah es okay aus. Ja. Aber der Gesamtstil... Ist einfach so gebrochen. Ja, mit den vorherigen dann. Und auch mit den nachfolgenden. Die nachfolgenden waren nicht so emo wie der dritte. Ja, 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 genau. Das war, der hat das Ganze viel zu ernst genommen. Ja, genau, ganz genau. So, dann, da ist jetzt Combine. Ja, aber das stimmt. Nee, insgesamt, das fühlte sich falsch an. Ja. Und das Schlimme ist, das dritte Buch ist auch noch eins meiner Lieblingsbücher. Ja, meins auch. Definitiv. Alleine das mit dem Feuerblitz. Das hat mich so genervt. Das war komplett draußen. Nee, das wäre ja noch okay gewesen. Aber 5 Sekunden am Ende. Du brüllst schon wieder ins Gesicht. Das ist mir scheißegal. Okay. Was wollen sie machen? Mich verklagen? Oha. Wieso habe ich einen grünen Umhang? Achso, weil ich Mr. Weasley bin. Ah, das Buch. Ja, ja, kletter irgendwo rauf. Nein, es hat nur Aggro auf mich, mal wieder. Ja, natürlich. Moment. Da musst du drauf springen, denke ich. Ja, ist mir das Bild gerade hängen, ist klar. Ja, den brauche ich nämlich, um... Ah, okay, ja. Um der Buch zu beruhigen. Ja, ist ja gut. Hey. Seid ihr alle wahnsinnig? Welche Zauber hat er denn so? Alle! Expecto Patronum! So. Expecto. Wie, das muss jetzt mehrfach durchgeführt werden. Ah, jetzt hat er auch erkauft mich. Okay. Ja, aber wenn du genau hinsiehst, dann siehst du, dass das jetzt ein Bosskampf schon ist. Ja. Zu Beginn. Mir sagt doch keiner was. So. Achso, wir haben da 3 Personen. 3 Bilder. Ah, okay.
Ja, ich wird da aufgezaubert. Ja, genau. Wird da Wingardium angewandt. Um das Buch zu fackeln, endlich. Ne, oder? Jetzt fackeln wir dann nicht so lange. Mal kurz gucken. Ne, ein Feuerzauber scheint ja gar nicht bei zu sein, oder? Genau, jetzt die. Die dritte Hexe da im Bunde. Die tut nichts, doch jetzt. Ah! Das ging ja leicht. Das Monsterbuch der Monster. Also, ich muss ja zugeben, das Design ist schon nett. Ja. Jetzt haben wir nicht nachgeguckt, was Krummbein für ein Viech ist. Ach, leck mich doch im Arsch. Moment. Also. Wir haben uns natürlich das Buch rausgeholt. Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Ein sehr geiles Nebenbuch zu Harry Potter. Genau. Hermines Tier ist nämlich keine Katze. Also Krummbein ist nämlich keine Katze, sondern ein sogenannter Kniesel. Hat von dem Zaubereiministerium die Wertung 3x bekommen. Das steht für... Also X ist hier so angekreuzt, wie gefährlich, wie haltungsfreundlich ist das Wesen. Genau. Ist ja, da ist die. Genau, das reicht von einem X von sehr langweilig bis 5x als Zauberertöter bekannt, unmöglich zu bändigen, geschweige denn als Haustier abzeuchen oder alles, was Hagrid mag. Reingeschrieben von Harry und Ron. Genau, und 3x steht für von fähigen Zauberern zu bändigen. Also Hermine. Genau, und der Kniesel wurde ursprünglich in Britannien gezüchtet, wird inzwischen jedoch in alle Welt ausgeführt, ist ein kleines, katzenartiges Geschöpf mit geflecktem, gesprenkelten oder gepunkteten Fell, übergroßen Ohren und einem Schwanz, der dem eines Löwen ähnelt. Er ist intelligent, eigenständig und gelegentlich angriffslustig. Doch wenn er Gefallen an einer Hexe oder einem Zauberer findet, ist er ein ideales Haustier. Der Kniesel hat die unheimliche Fähigkeit, verdächtige Gestalten aufzuspüren und führt seinen Besitzer, sollte er sich verirrt haben, zuverlässig nach Hause zurück. Kniesel werfen bis zu 8 Junge auf einmal und können sich mit Katzen kreuzen. Wer sich einen Kniesel halten will, braucht eine Erlaubnis, wie bei Krups und Wupern. F-W-U-U-P-E-R. Wupern. Kann man also schon in dem Wiki lesen. Da also. Ihre doch recht ungewöhnliche Erscheinung die Aufmerksamkeit der Muggel erregt. Wobei, da könnte man auch eigentlich Ich-seh-nicht-recht-Zauber benutzen, dann dürfte es gehen. Der wird immer benutzt, wenn man Hippogreif oder so hat. Dann gibt es einen Ich-seh-nicht-recht-Zauber und dann kriegen die Muggels nichts mehr mit. Das kapieren sie dann nicht. Apropos nicht mitkriegen, ich habe jetzt nicht mitgekriegt, was du hier jetzt schon... Ich habe eine Eule befreit. Die hat den Koffer geöffnet, da war eine Blume drin und damit habe ich die Eisenbahn kaputt gemacht. Ah ja, okay, sehr schön. So, und da ist wieder ein Schlosszauber, aber das müssen wir halt alles später machen. Halt hier auch wieder sehr krass auf Wiederspielwert, auf später Spielwert. Und hier muss irgendwas draufgelegt werden, denke ich mal. Oder kann ich den zum Schweben bringen, den Koffer? Nein. Was haben wir denn so für Zauber? Ja, nichts Spannendes. Ah, genau, das Ding brauchen wir. Wo war das jetzt drunter? Das habe ich zusammengebaut. Ah, okay, guter Mann. Weil da kann man jetzt hier hoch. Genau, und dann müssen wir da... Ich glaube, jetzt kann man mit Hermine nämlich Krummbein rufen. So wie mit Ron Kretze. Brille. Was ab? Ich habe schon einen Teil für den Trank in der Hand, aber wir haben noch nicht mal das Ding für den Trank. Ach, Details. So, dann rufe ich jetzt mal Kretze. Ach, Krummbein, sorry, den Kniesel. Aber das habe ich bis gerade eben echt nicht gereiht, dass das, ja, das ist der zweite Ding. Ich hatte mich da näher mit beschäftigt, weil ich, ein Freak bist. Das sowieso, nein, weil... Weil du tot bist. Weil ich ursprünglich dachte, Krummbein könnte auch ein Animagus sein, weil er sich so gut mit Sirius versteht und
Ah ja, so. Schlussfolgerung. So, da müssen wir den Trank für haben, glaube ich. Ah, nein. Wir müssen über den Zug gehen. Ja.